Schönen guten Tag Internet und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge meiner Serie Kram für meine Sammlung. Ja, hier zeige ich euch einfach immer, was in den letzten paar Wochen so an Sachen in meine Sammlung gewandert ist, was ich gekauft oder getauscht habe an Videospielen und Videospiel-Merchandise. Sinn und Zweck ist es eigentlich, euch davor zu warnen, werdet nicht wie ich, gebt nicht euer ganzes Geld für Spielzeug und Videospiele aus, sondern für sinnvolle Sachen. Aber gut, mir kann man nicht mehr helfen und deswegen habe ich euch jede Menge zu zeigen. Und wir fangen an mit einer Sache, die ich beim letzten Video vergessen habe. Und zwar hatte ich ja eine Menge Atari 2600 Games gekriegt und das hier war auch noch in der Box, das klassische Space Invaders in einer ziemlich ramponierten Hülle, aber immerhin schön es zu haben. Weiter geht es und zwar, jetzt kann ich euch auch gleich ein bisschen Gameplay zeigen. Ich habe nämlich, wie ich es mir gewünscht habe, tatsächlich noch die Big Box von Yoshi's Woolly World bekommen. Hat ein Bekannter von mir gekauft und wollte es dann doch wieder loswerden. Ich freue mich hier vorne mit diesem kleinen Plüsch-Yoshi drin. Mein Gott, schwieriges Wort. Und ich habe es auch tatsächlich zum ganz normalen Preis gekriegt und musste nicht die aktuellen eBay-Preise dafür zahlen. Freut mich total. Und es ist auch ein verdammt gutes Spiel, meiner Meinung nach. Also es wundert mich immer, wie Nintendo das hinkriegt, die verschiedenen Jump-and-Run-Reihen durch so kleine Besonderheiten sehr unterschiedlich zu machen. Egal, ob man jetzt Mario spielt, Donkey Kong, Kirby oder Yoshi in diesem Fall. Jedes dieser Jump'n'Runs im 2D-Bereich, die haben immer ihre kleinen Feinheiten und ich bin mit jedem davon zufrieden, aus unterschiedlichen Gründen. Hier bei Yoshi's Woolly World natürlich die super niedliche Optik, diese Wolloptik und extrem farbenfrohes Spiel und hat sofort Spaß gemacht, schon nach wenigen Sekunden. Ich freue mich drauf, den Multiplayer-Modus demnächst mal auszuprobieren, weil man kann das ganze Spiel natürlich auch zu zweit durchzocken. Und für Wii haben wir noch was. Ach, erstmal die großen Sachen, eine solide Basis bauen, weil es kommt noch so einiges, wo ich gleich noch was drauflegen muss. Und zwar Disney Infinity 3.0. Ich habe den ersten Teil damals auf Wii gespielt, den zweiten ausgelassen und jetzt wollte ich mal gucken, wie sich die Serie so entwickelt hat. Nun gut, ich bin nicht so ein Fan dieser Star Wars Clone Wars Serie, wo jetzt hier die Figuren drin sind. Anakin und diese Tussi, die da auch drin vorkommt, deren Namen ich mir nicht merken kann. Aber ich habe reingeguckt, Story-Modus scheint ganz nett zu sein, abwechslungsreicher, als ich es vom früheren Disney Infinity in Erinnerung habe. Und ich bin gespannt auf die Toybox, weil ich spiele halt gerne solche Sachen, wo man selber kreieren kann. Und das ist hier ja auch möglich. Natürlich Wii U-Version kaufen, weil ich gehe davon aus, in 30 Jahren wird dieser ganze Planet so ziemlich vor die Hunde gegangen sein. Und wenn wir uns dann schon die Vorwürfe der nächsten Generation anhören müssen, sollten wir wenigstens dafür gesorgt haben, dass Nintendo überlebt hat. Ach, so, mehr Wii U-Kram, diesmal kein Gameplay, war einfach billiger Kram aus dem hiesigen Mediamarkt. Die Pinguine aus Madagaskar, davon erwarte ich gar nichts, gab's für einen Zehner. Und Batman Arkham Origins, davon erwarte ich ein bisschen was, obwohl es der schwächste Teil der Batman, der modernen Batman-Serie sein soll. Gut, das ist auch erledigt. Wir machen weiter mit Handhelds. Und zwar Metroid Prime Pinball für den normalen DS. Und das Coole hieran ist, kleiner Augenblick, dieses Rumble Pack ist mit dabei. Ich habe es jetzt auf dem 3DS gespielt, da kann man das Rumble Pack natürlich nicht verwenden. Aber ich bin gespannt, wie das so ist, wenn ein Handheld rumbelt, weil ich hatte vorher noch keins. Zum Spiel ist zu sagen, erster Eindruck ist sehr gut, sehr solider Flipper mit halt noch diversen anderen Gameplay-Elementen. Ab und zu kann man zum Beispiel auch zu Samus werden und ein bisschen rumballern und ähnliches. Und ja, eigentlich überall, wo Metroid draufsteht, außer bei Other M, kann man davon ausgehen, ist immer ein gutes Spiel. Auch dieser Flipper hat mich sehr positiv überrascht. Dann gab es zu diesem Spiel, habe ich auf eBay gekauft und es war ein Doppelpack. Das zweite da drin war Betty Boops Double Shift. Ja, das Spiel ist genauso gut, wie man es erwartet. Also ziemlich mies. Ja, ich habe das ein paar Minuten gespielt. Grundsätzlich ist es so wie ein Flash-Game von vor 10 Jahren im Internet. Also,
Ich fand, es wird relativ schnell langweilig. Es gibt grundsätzlich zwei Sorten von Levels, die sich immer ablösen. Also die immer aufeinander folgen. Und eins davon ist so ein relativ simples Rhythmusspiel und das andere ein Reaktionsspielchen, wo man halt diverse Leute an Tischen bedienen muss. Ja, langweiliges Game, aber es hat mich im Endeffekt einen Euro mehr gekostet, zusammen mit Metroid Pinball, und deswegen ist es okay. Die Schränke müssen schließlich voll werden. Dann noch ein Fehlkauf, und zwar einer gegen 100. Jetzt kann man sich fragen, warum kauft man so einen Schwachsinn? Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Fernsehserie dazu gab, beziehungsweise eine Quizshow dazu gab. Ich hatte es gekauft, weil ich meine, einer gegen 100 war in der frühen Xbox 360-Phase mal auch so eine interaktive Quizshow über Xbox Live. Und das hat mir ganz gut gefallen, gegen andere Leute antreten zu können. Das hier ist so wirklich mit das am billigsten produzierte Quizspiel, was ich je gesehen habe. Schlecht präsentiert, Fragen sind dämlich und ich glaube, Multiplayer-Modus gibt es nicht mal. Also schon ziemlich schäbig. Kann man nicht meckern. Also beziehungsweise kann man meckern. New Zealand Story Revolution. New Zealand Story ist so eine der am stärksten unterschätzten Jump'n'Run-Serien meiner Meinung nach. Ich spiele gerne Jump'n'Runs und habe jede Menge davon. Deswegen braucht man natürlich auch immer alle Nintendo-Konsolen. Das hier schön bunt, erster Eindruck auch wieder verdammt gut. Ich mag diese speziellen Fähigkeiten hier von dem kleinen Kiwi, der hier die Hauptrolle spielt. Und das Level-Design macht auch einen guten Eindruck. Da kann man sicherlich noch ein paar Stunden reinbuttern. Ich glaube, sonderlich schwer ist es nicht, ist eher auch an. Also eher sind hier Kinder die Zielgruppe, ich nicht unbedingt, aber ich werde es trotzdem mal durchzocken demnächst. Schöne Sache. Weiter geht's. Und zwar jetzt kommen ein paar Sachen, wo ich kein Gameplay zu euch zeigen kann. Ist auch nicht so wichtig. Wir machen es mal schnell. Ein Bekannter hat ein paar Sachen hier gelassen. Wir haben so ein bisschen getauscht, ein bisschen gehandelt und ähnliches. Und bei mir ist übrig geblieben The Suffering. Ich weiß gar nicht, ob das The Suffering Teil 2 ist. Es ist auf jeden Fall die französische Version. Ich gehe aber stark davon aus, dass ich das auch auf Englisch spielen kann. Ich habe es mal in die Xbox 360 geworfen. Das hier ist offensichtlich nicht kompatibel. Da kann man kein kleines Update für runterladen, sodass man das alte Xbox-Spiel auf der neueren Konsole spielen kann. Ich werde es mir demnächst mal angucken. Irgendwann habe ich schon mal ein Suffering gespielt, erinnere mich aber nicht so richtig daran, wie ich es finde. Dann die etwas dickere Version von Metal Gear Solid, und zwar Subsistence. Da ist halt noch so ein bisschen Bonusmaterial mit bei. Man sieht hier auch, das ist dicker als ein normales PlayZ 2 Spiel. Ich habe irgendwann mal eine ganze Weile an Metal Gear Solid 3 gespielt. Die Story fand ich relativ verwirrend. Ach, mal gucken, ob ich das tatsächlich auch nochmal reinpacke in die Konsole. Killer 7 für den GameCube. Auch zu faul gewesen, jetzt den GameCube nochmal aufzubauen, um euch Gameplay zu zeigen. Aber ich habe viel Gutes über das Spiel gehört, besonders über den Grafikstil hier. Darauf bin ich gespannt. Machen wir die Tage. Und noch ein GameCube-Spiel, und zwar NBA Street Version 3. Hieran ist natürlich das Interessante, dass hier sowohl menschliche Figuren als auch Cartoon-Figuren gegeneinander antreten können, dass das hier ein offizielles Mario-Spiel ist. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn Mario hier tatsächlich gegen 2 Meter große Basketballspieler antritt, wie das so von der Balance ist, werde ich auf jeden Fall die Tage zocken. Und weiter geht's. Nochmal ein größeres Teil, und zwar The Eye of Judgment. Das ist dieses Karten-Videospiel für die PlayStation 3. Man kann es hier so ein bisschen erkennen. Es ist halt so eine Vorrichtung dabei, wo man ein PlayStation-Ei reinbasteln kann. Und dann spielt man, so wie ich es verstehe, tatsächlich Karten. Also auch wirklich mit real vorhandenen Karten gegen Computergegner. Ich bin extrem gespannt darauf. Also das ist die große Version mit PlayStation-Ei und jeder Menge Karten drin.
Ich kann es mir lustig vorstellen. Es ist natürlich irgendwo sinnlos, weil man das komplett hätte simulieren können. Aber ich finde es lustig, dass man es nicht gemacht hat, sondern gesagt hat, so, ihr müsst tatsächlich Karten in der Hand nehmen und gegen eure PlayStation spielen. Bin sehr gespannt darauf. Puh, und weiter geht's. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, Xbox One machen wir jetzt mal. Und zwar das erste. The Escapists. So ein Pixel-Art-Game. Der Stil gefällt mir sehr gut. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden aus dem Spiel. Eine Sache dabei stört mich extrem. Und zwar, es gibt hier relativ viel Dialoge und Texteinblendungen auf dem Bildschirm. Und alle sind immer unglaublich klein. Warum das so sein muss, ich verstehe es nicht. Seit der Einführung von Full-HD-Fernsehern glauben Videospielmacher, glaube ich, immer, dass sie den Text in jeder Größe machen können und man kann lesen. Ich habe einen Fernseher, der ist ungefähr eine Diagonale von 150 cm und ich kann den Kram trotzdem nicht lesen hier, obwohl ich direkt 2 Meter davor sitze teilweise. Ich weiß nicht, was das soll, aber egal. Das Spiel an sich macht einen interessanten Eindruck. Ich bin gespannt darauf, wie sich das Gameplay weiterentwickelt und wie diese verschiedenen Missionen, wo man immer ausbrechen muss aus dem Gefängnis, ob das spannend bleibt. Am Anfang ist es sehr interessant. Dann haben wir hier Alien Isolation in der Ripley Edition. Ich weiß gar nicht, gibt es dieses Spiel auch ohne Ripley? Würde mich wundern. Auf jeden Fall, hier spielt man Alan Ripleys Tochter tatsächlich. Es hat also so eine Art Nebengeschichte zu den Alien-Filmen. Und das, was ich bisher gesehen habe, fand ich super. Also hier ist es eben nicht so wirklich das große Action-Massaker, sondern es ist tatsächlich sich eher vor Aliens verstecken. Also hier sind Aliens genauso gruselig, wie das in dem ersten Film war. Also nahezu übermächtige Gegner und man muss sich mehr oder weniger durch so eine verlassene Raumstation schleichen. Geile, geile Atmosphäre. Da werde ich noch viel Spaß mit haben. Dann Warriors Orochi 3 Ultimate. Ja. Ich weiß nicht, muss ich da viel zu sagen? Diese Warriors-Serie, sowohl Dynasty Warriors als auch Warriors Orochi, als auch Hyrule Warriors, es sind immer irgendwie ziemlich die gleichen Spiele, aber ich finde das Spielprinzip einfach lustig. Ich weiß noch, ich glaube, den ersten Teil habe ich damals auf einer PlayStation 2 gesehen, also das erste Mal, dass ich eins davon gespielt habe. Und damals hat es mich natürlich umgehauen, wie viele Figuren gleichzeitig da auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das ist immer noch beeindruckend, auch heute noch, und sieht inzwischen natürlich noch besser aus. Aber dieser ganz große Wow-Effekt ist weg, aber es macht einfach Spaß, sich durch ewige Gegnerhorden zu metzeln und auch ab und zu mal einen Boss-Charakter zu killen. Ist eine lustige Sache. Ein bisschen hohl natürlich, das ist jetzt kein Spitzenspiel, aber zwischendurch macht es immer wieder Spaß. Project Spark gab es für 8 Euro. Ich habe mal irgendwie so ein bisschen an dem Download rumgebastelt, den gab es ja mal umsonst. Ich weiß nicht, ich bin damit damals nicht so richtig warm geworden. Das ist also so ein Spiele... wie soll man sagen, so ein Spieletool, womit man selber Spiele entwickeln kann. Das Dumme ist, glaube ich, man muss immer online sein, um die Sachen auch wirklich zocken zu können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich werde es die Tage mir nochmal angucken. Für 8 Euro habe ich es natürlich mitgenommen. Und für 2 Euro mehr gab es Shape Up. Ich habe es eigentlich nur gekauft, weil es ein Spiel für Kinect ist. Ich habe nicht unbedingt riesig Bock, irgendwie Fitness vor der Xbox One zu machen. Aber wenn die einem schon das Ding mit Kinect verkaufen, sollte man auch ein paar Spiele haben, die man mit der komischen Hardware benutzen kann. Und deswegen für einen Zehner war es für mich okay. So, womit geht es weiter? Ich hab auf eBay zugeschlagen und dort habe ich gekauft F1 2011. Ich mag keine Formel 1 Spiele, aber immer wenn ich Spiele für einen Euro kriege, vor allem neue Spiele, und das hier war neu, ich habe es kurz zum Zocken ausgepackt, dann schlage ich eigentlich zu, egal was für Spiele das sind. Und wie gesagt, das hier hat mich einen Euro gekostet. Zurzeit ist da auf eBay so ein Shop unterwegs, die einem tatsächlich 10 von den Dingern
für 9,95 Euro inklusive Versand verkaufen. Ja, Formel-1-Simulationen sind was für Fans und ich zähle mich nicht dazu. Alleine bis man hier zum ersten Mal losgefahren ist, dauert schon 20 Minuten. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten und dieses Simulations-Gameplay, was ziemlich komplex ist, für mich ist das nichts. Ich bin eher Mario Kart-mäßig unterwegs. Wie gesagt, ich habe 10 davon gekriegt, 7 habe ich noch, 3 habe ich schon weitergegeben. Und der gleiche Verkäufer hatte auch noch was für die PlayStation 3. The Bureau, XCOM Declassified. Auch das habe ich immer noch 7 Mal. Ich habe es noch gar nicht gezockt. Ich habe gehört, es soll deutlich schlechter sein als das reguläre XCOM Enemy Unknown. Ich bin gespannt, aber ich erwarte nicht viel davon. Aber ich habe wieder was zum Tauschen, weitergeben. Das ist immer eine nette Sache. Puh, ich bin immer noch nicht fertig. Sorry, das wird mal wieder ein längeres Video. Dann auch Mediamarkt, Planes 2, immer im Einsatz für 5 Euro. Die Filme waren ziemlich doof, aber ich spiele halt gerne Sachen mit Flugzeugen. Vielleicht ist das hier ja nett. Also ich kann mir vorstellen, also ich erwarte nicht viel, aber vielleicht lohnt es sich da ein bisschen dran rumzuzocken. Ich kann mir vorstellen, dass es wenigstens bunt und lustig ist. Simpel, hat es einen Mehrspielermodus, mal gerade gucken. Nee, hat es leider nicht. Egal. Für 5 Euro kann man es mitnehmen. Pac-Man und die Geisterabenteuer für Nintendo 3DS hat mich 8 Euro gekostet. Auch noch nicht reingeguckt. Und zwei Versionen von Englisch lernen mit Biff, Chip und Kipper. Mhm. Volume 1 and 2. Das ist jetzt wieder schwer zu erklären. Ich habe beruflich so ein bisschen mit Englisch zu tun und ich habe tatsächlich auch damals meine Arbeit im Vordiplom über Lernsoftware geschrieben. Deswegen kaufe ich solche Sachen immer. Einfach weil es mich interessiert, wie das Thema angegangen wird. Das ist jetzt nicht wirklich was für die Spielesammlung, aber naja. Nur zur Erklärung, warum ich auch solche seltsamen Sachen kaufe. Ha, ein Glück, das war's an Spielen. Wir kommen zu Merchandising-Kram und anderem Zeug. Und zwar, kleinen Augenblick. Es ist das super scharf. Ich musste es mir besorgen, da ich den Wurm schon hatte. Und jetzt habe ich auch das passende super scharf aus der Worms-Reihe dazu. Den Soundeffekt finde ich auch einfach wunderschön. Ja, einen Baseballschläger habe ich übrigens auch. Wenn ich jetzt noch irgendwo eine Bazooka und ein paar Handgranaten kaufen kann, kann ich Worms komplett bei mir im Garten nachspielen. Ich freue mich schon drauf. Ach, keins dieser Videos ist natürlich komplett, ohne euch ein paar Amiibos zu zeigen. Und diesmal als erstes ein Pokémon, Greninja. Ich bin kein großer Pokémon-Experte, aber ich finde auch, dieses Amiibo sieht nicht sonderlich cool aus. Hat er seine Zunge als Schal, der Typ? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Pokémon allgemein nicht so gut. Deutlich besser gefällt mir dieses Pokémon. Jigglypuff, auch bekannt, soweit ich weiß, als Pummeluff. Oder sind das zwei unterschiedliche? Hier steht sogar auch Pummeluff drauf. Ist also der gleiche Typ. Der ist wenigstens einigermaßen niedlich. Okay, noch viel niedlicher ist das dritte Amiibo, was ich habe. Und zwar ist das das rosa Gegenstück zu dem grünen Strick-Yoshi, der schon in der fetten Edition von Yoshi's Woolly World drin war. Und die finde ich besonders knuffig. Ich glaube, es gibt auch noch einen blauen und einen schwarzen, aber die sind zurzeit verdammt schwer zu finden. Ich freue mich, dass ich diesen rosa Kollegen hier noch gekriegt habe und er ist wirklich verdammt knuffig. Puh. Und wo wir gerade beim Thema rosa sind, ein Prinzessin Peach Controller. Ich finde diese Controller für Super Smash Bros. Natürlich verdammt lustig. Es gibt diverse Varianten davon,
Eigentlich hätte ich die alle gerne. Ich weiß, es ist mal wieder übertrieben, aber das hier ist mit Abstand meiner Meinung nach der lustigste, weil er wieder in diesem Mädchenrosa ist. Lustiger Controller, man kann ihn auch für den alten GameCube verwenden. Und ich mag halt, wie die designt sind, dass die halt wirklich für diverse Figuren ganz spezielle Controller gemacht haben. Ist schon nett. Ist eigentlich auch von Nintendo selbst total übertrieben, für grundsätzlich ein Spiel diese ganzen Controller wieder rauszuhauen. Aber lustig, dass sie es gemacht haben. Und ihr habt es fast geschafft. Vielen Dank fürs Durchhalten bis zum Ende. Ich habe mir noch eine Festplatte für die Xbox gekauft. Ich halte sie nur einmal rein, weil irgendwie hat es auch was mit Videospielen zu tun. 2 Terabyte. Platte ist jetzt gerade nicht drin, die ist schon an der Xbox. Weil es einfach schlimm ist, wie schnell diese Platte voll ist. Alles klar. Die hier ist auch jetzt noch besonders dafür geeignet, weil sie so ein bisschen im Xbox-Design ist. Dadurch kostet sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ich habe sie nicht deswegen gekauft, die lag einfach irgendwo rum und war die erste, die ich gefunden habe, deswegen habe ich die genommen. So, das soll es gewesen sein. Ich mache mal gerade die Kamera vom Stativ, damit wir nochmal so einen kleinen Überblick haben. So, eine Menge Kram. Hier haben wir es alles. Jede Menge Spiele und anderes Zeug. Ich hoffe mal, ich werde mal versuchen, in den nächsten Wochen ein bisschen kürzer zu treten. Denn wirklich viel kriege ich in meine Regale nicht mehr rein. Die sind fast bis zur Grenze gefüllt. Auch da oben, mal gucken. Das Zeug sollte noch passen, aber dann muss ich mir bald was Neues überlegen. Dieses Zimmer hier ist voll. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr durchgehalten habt und euch das angeguckt habt heute. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ihr habt vielleicht ein paar Sachen gesehen, die ihr auch zocken wollt oder die euch interessieren. Und ich sage Tschüss und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ciao!